Liebe Rekrutinnen und Rekruten, liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrter lieber Herr Oberstleutnant Kück, ganz herzlichen Dank, dass Sie mich heute eingeladen haben, hier die Gelöbnisrede zu sprechen. Das bedeutet mir sehr viel. Liebe Soldatinnen und Soldaten, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist für mich eine Ehre und Freude, heute hier bei dem feierlichen Gelöbnis und der Vereidigung in Germersheim sprechen zu können. So ein Gelöbnis ist immer etwas Besonderes. Natürlich zuallererst für Sie, liebe Rekrutinnen und Rekruten. Es ist auch etwas Besonderes für die Angehörigen. Und letztendlich, meine Damen und Herren, für uns alle, die wir hier teilnehmen, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Und ich bin dankbar und froh, dass unsere Gesellschaft mittlerweile Gelöbnisse mit großem Interesse und Aufmerksamkeit verfolgt. Gerade jetzt in dieser Zeit haben die Gelöbnisse besondere Bedeutung. Sie, liebe Rekrutinnen und Rekruten, haben sich entschieden, Verantwortung zu übernehmen. In unserem Land und für unser Land. Sie haben sich entschieden, Soldat, Soldatin zu werden. Das zeugt von Mut und von Stärke. Und dafür danke ich Ihnen ganz ausdrücklich. Denn das ist nicht selbstverständlich. Soldat, Soldatin zu sein, ist kein Beruf wie jeder andere. Sie vertreten unsere Werte, unser Grundgesetz. Sie gewährleisten und sichern und verteidigen unseren Frieden, unsere Freiheit, unsere Demokratie und unsere Sicherheit. Und sie stehen dafür ein, im Ernstfall, mit ihrem Leben und ihrer körperlichen Unversehrtheit. Und wie wichtig das ist, zeigt der entsetzliche und grausame Krieg in der Ukraine und auch jetzt die Lage im Nahen Osten. Das verändert alles, denn für Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, heißt das, Sie wissen ganz genau, dass es ernst werden kann, dass es schnell gehen muss, und dass Sie immer einsatzbereit sein müssen. Und ich bewundere das sehr, dass Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten, darauf reagieren mit großer Ernsthaftigkeit, mit hoher Professionalität. Und dass Sie sich entschieden haben, Ihren Beitrag zu leisten, das verdient Anerkennung, Respekt und Dank. Und das spreche ich heute auch aus, für den gesamten Deutschen Bundestag. Denn unsere gesamte Gesellschaft kann Ihnen dafür sehr dankbar sein. Es ist gut, dass unsere Bundeswehr fest verankert ist in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Gelöbnis heute hier öffentlich stattfindet und dass so viele gekommen sind, um daran teilzuhaben. Ich danke allen Verantwortlichen und Beteiligten ganz ausdrücklich dafür. Liebe Rekrutinnen und Rekruten, Sie versprechen heute und verpflichten sich, Deutschland treu zu dienen, Recht und Freiheit zu verteidigen. Ihr Dienst fordert vollen Einsatz und bringt Belastungen mit sich, für die Familie und für die Freunde ebenso.